Und zurück zu einer neuen Folge Little Nightmares. So, in der letzten Folge sind wir dem Langarm entkommen. War ganz schön tricky. Da muss man genau den richtigen Zeitpunkt abfassen, wann man rennt und wann man geht. Und anscheinend hört er auf Geräusche. Und ja, ich hätte eigentlich probiert, dass ich da mal vorbeischleiche, aber das ging auch nicht. Der riecht einen anscheinend und hört einen auch. Und ja, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Hier sind ein Haufen Schuhe in dem Raum. Ich denke mal, dass die bestimmt von dem Langarm sind. Vielleicht ist es irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Psychopath oder so. Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Wir sterben. Okay. Ich denke, dass wir auf den Koffer rauf müssen. Was ist denn das für komisch? Ist das irgendein Wurm oder sowas? Wurm? Ich weiß es nicht. Okay, wir rennen einfach mal. Mach bitte! Kommen. Da kommen wir niemals rüber. Wir müssen auf jeden Fall auf den Koffer da. Schauen wir, ob wir rennen können. Also Atmo ist top. Bitte nicht, bitte. Okay, wir müssen schauen, ob wir den Teddybär finden. Der hat ihn doch hier irgendwo hingeschmissen. Also gehen wir hier rein. Oh, so eine Spiele kann ich überhaupt nicht haben. Früher habe ich ja sowas richtig geliebt. Aber mittlerweile, da packe ich das nicht mehr. Ich glaube, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Alter, wie der aussieht. Okay, wir haben schon wieder einen Teddybär hier. Und den Affen. Das
Hier ist ein Knopf. Okay, wir haben ja auch keinen Schalter oder sowas. Warte mal, wir müssen es wegschieben. Okay, jetzt warte mal, die nehmen wir uns aber mit. Schlimme ist, wenn wir die jetzt schmeißen, dann fährst du bestimmt hier rein. Ja, aber auf, Bitch! Okay, da oben ist nochmal so einer. So ein Puschelbär. Irgendwas muss ich denn mit dem Affen hier machen. Hier scheint es hoch zu gehen. Ich sehe es mit der Kamera eben nicht. Oh, das macht mir viele das Game. Kann er den langen Arme hier nicht reinfassen? Menno. Puh. Warte mal, wissen, wenn ich das hier nehme? Okay, das kann ich nicht nehmen.
Alter, das ist komplett krank, das Spiel. Warum ist der denn hier oben, Mensch? Kein Plan, oder? Warum? Alter, probieren können unter dem Tisch und durch das Regal unten durch vielleicht. Ja. Warte mal, ich denke, ich weiß schon, was ich machen muss.
Kann ich den Fernseher anmachen? Sorry, dass ich so wenig rede, Leute, aber... Oh, ist das krass. Warum stürzt ihr ab? Wenn ich durchgehe, dann sterbe ich. Okay. Würde mal ausprobieren. Okay, was müssen wir hier machen? Ah, okay, hier haben wir eine Kiste.
Oh, warum? Will er mich verarschen? Oben ist aber nichts. Geht es dir noch? Was ich machen muss. Kein Plan, Leute, was ich da machen muss. Sehe ich aber auch nichts.
Ja, schon klar, aber was muss ich hier machen? Muss ich eventuell den Container da schieben oder was? Ich habe keinen Plan. Oben ist schon so ein Ding, aber... Warte mal, muss ich vielleicht den Käfig ziehen? Probieren wir jetzt nochmal. Okay, das erste Ding haben wir schon mal. Müssen wir vielleicht dann noch so eine Strebe machen? Warum geht denn das nicht? Mei, muss ich da weiter links sein oder was? Mei, ich flippe aus hier. Zwei Streben anscheinend. Hallo?
Muss schneller sein. Das gibt's doch nicht! Dann probier die andere Seite mal. Verstehe nicht. Komplett der Noob. Ich habe ja gedacht, dass das Ding selber zusammenbricht und dann den kaputt macht. Wenn ich erstmal drauf komme, dass du die Dinger da wegmachen musst. Meine Fresse. Komplett eingesperrt gewesen. Okay, damit würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle einen Cut. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber muss ich erstmal drauf kommen. Wie gesagt, ich bin ja nicht so der Puzzler. Und da muss man erstmal schauen, was man machen muss. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Und wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.